Heute werden Sie staunen, denn es gibt magische Momente, Akrobatik der Extraklasse, rasante Rollschuhartistik und verblüffende Illusionen. Schwerelos von der Leichtigkeit des Scheins. So heißt die neue Show im GOP-Varieté-Theater in Hannover. Und ich bin mittendrin. Backstage und tatsächlich auch in der Show auf der Bühne mit einem kleinen Zaubertrick und als Zuschauerkandidatin in besonderer Funktion. Aber dazu später mehr. Kurz vor der Show treffe ich Topaz. Hallo Kim, herzlich willkommen im GOP-Varieté. Der 50-Jährige ist einer der jüngsten Weltmeister in der Geschichte der Zauberkunst und nebenbei auch noch Stand-up-Comedian. Mich nimmt er mit auf die Bühne. Wir werden dich einbauen ins Programm. Ah. Aber keine Sorge, wir werden dich nicht zersägen. Nee. Du wirst mich nicht zersägen, okay. Vorher verriet mir Topaz, der mit bürgerlichem Namen Thomas Fröschle heißt, sein Geheimnis der Magie. Also es gibt so eine wirklich jahrhundertealte Kunstform, Zauberkunst. Ja. Und das ist im Prinzip die Anwendung von Wahrnehmungspsychologie. Ganz viele unterschiedliche Techniken, mechanische, psychologische, Fingerfertigkeit. Wie ist das so als Zauberer? Denkt man sich seine Tricks hauptsächlich selber aus oder kauft man auch mal Tricks irgendwo? Gibt es sowas, also, dass man Tricks kaufen kann? Das gibt es tatsächlich, ah, okay. Ja. Es gibt Zaubergerätehändler, wie es so schön heißt. Aber heißen die wirklich so? Die heißen so, ja. Da kannst du hingehen und eine Säge und eine Kiste kaufen. Dann kannst du zu deinem Mann sagen, jetzt säg. So. Genau. Man kann ja auch eine Geige kaufen oder ein Klavier. Und es klingt natürlich schrecklich, wenn jemand drauf spielt, der es nicht kann. Ja. Zum Beispiel, ich lasse den Keks jetzt verschwinden. Aha. Jetzt wirst du sagen, ja klar. Hm? Ach komm. Kannst du auch? Und dann würde ich sagen, kannst du nicht. Das ist ja abgefahren. Trotzdem darf auch ich heute ein bisschen Magie entfalten. Doch bevor ich das Publikum bezaubern darf, geht es auf den harten Boden des Backstage-Bereiches. Denn vor dem großen Auftritt steht für alle Künstler jahrelanges, schweres Training. Kontorsionist Philipp Tigris trainiert schon seit er 7 Jahre alt ist diese besondere Körperkunst. Und ich bekomme vom Meister persönlich einen Gummimenschen-Crashkurs. Hände ungefähr aus Schulterhöhe. Ja. Und jetzt fängst du die Bewegung mit dem Kopf nach hinten an. Du rollst dich einmal so auf. So hoch, wie du kannst. Genau, dabei schön den Po fest anspannen, Schultern zurück und den Kopf nach hinten. Du willst deine Fersen sehen, das ist das Ziel. Sehr schön. Siehst du deine Fersen schon? Ich sehe deine Fersen. Und wieder ablegen. Sehr schön. Oh, ablegen ist ja das Allerschönste. Ablegen ist am besten, oder? Genau, schön tief ein- und ausatmen. Und beim Ausatmen lehnst du dich mal so ein bisschen nach hinten, so weit, wie es geht. Sag mal, wie lange musst du dich denn aufwärmen? Oh Gott, wo bist du denn? Wie lange musst du dich aufwärmen vor so einer? Eine Stunde. Eine Stunde? Ich geb mir eine Stunde. Wenn es mal schnell gehen soll, geht es auch mit 40 Minuten. Aber eine Stunde ist gut. Das ist ja schon mal gut zu wissen, dass du es jetzt auch nicht aus dem Stegreif so machst. Nee, pressen, 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 pressen. Oh. Genau. Und bei 5 schiebst du es wieder ein Stück vor. Okay, ich wollte nicht hier direkt heute Spagat lernen, ne? Ich dachte so. Aber was spricht denn dagegen? Ah, oh Gott! Im Bereich der Illusionen bin ich vielleicht doch etwas besser aufgehoben. Zauberer Desimo verrät mir ausnahmsweise einen magischen Trick, mit dem ich hoffentlich verblüffen kann. Nimm doch bitte mal ein bisschen Konfetti, wirf das vor das Tuch, das schwarze Tuch. Okay. So. Wie cool ist das denn? Und das möchte ich gerne, dass du das nachher zeigst. Das mache ich auf jeden Fall. Und da kommst du mit dem Tuch in die Mitte, hältst das einmal so rum, dann werfe ich Konfetti und dann schleuderst du da so rein. Genau, dann bleibt es bei dir schwarz. Wie hast du das gemacht? Das geht ja gar nicht, dass es schwarz bleibt. Hätte ich jetzt. Doch, guck mal. Ich habe bisher gedacht, das sei ein leichter Trick. Ich schleuder die ganze Zeit und es wird gar nicht anders. Wenn du dabei gehen würdest, wäre es ein Schleudergang. Oh nein, wie mache ich das denn jetzt? Ich will das ja auch nicht verkacken. Aber du bist da ganz gut drin. Wir müssen also noch ein bisschen üben, also ich zumindest. Die Show beginnt trotzdem schon mal und versetzt mit ihrer schwerelosen Magie das Publikum ins Staunen. Und dann kommt etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Noch vor meinem geplanten Auftritt holt mich Topaz auf die Bühne als Zuschauerkandidatin. Ich habe sehr schöne Füße. Das habe ich gesehen. Nee, wirklich, die spielen eine entscheidende Rolle beim nächsten Kunststück, bei der nächsten Illusion. Oh. Ja, das ist der rechte, das ist der linke.
Und deine Aufgabe wäre es. Oh mein Gott. Ich freue mich und Sie auch. Hört mal, merkt es deutlich. Du müsstest die berühren, aber keine Sorge, ich habe was vorbereitet. Damit ich nichts an die Füße bekomme. Verstehst du? Ja. Meine Füße. Sind die echt? Ja, die sind. Ja, und ja. Sie sind wunderschön. Wir haben Fussel. Das war also mein erster Auftritt. Anders als erwartet, aber ich konnte schon mal ein bisschen Bühnenluft schnuppern. Und während es dann mit den Profis auf der Bühne weitergeht, bereite ich mich backstage schon mal auf meinen wirklich großen Auftritt vor: den Konfetti-Trick. Oh Gott, ich bin echt aufgeregt. Aber ehe ich mich versehe, bin ich auch schon mittendrin im Finale dieser wirklich zauberhaften Show als Nachwuchsmagierin. Vielen Dank. Es war super, es hat Spaß gemacht. Ich habe gestaunt, ich habe geklatscht, ich habe gelacht und am Ende hatte ich sogar einen eigenen kleinen Auftritt. Mehr geht heute nicht. Das war wieder eine Folge Kim kommt rum und wenn es euch gefallen hat, dann habe ich jetzt einen richtig guten Tipp für euch. Abonniert doch einfach unseren YouTube-Kanal, dann könnt ihr wirklich nichts Wichtiges mehr verpassen. Und hey, ihr könnt natürlich auch ein Like und einen Kommentar da lassen. Wir freuen uns auf euch.